Hallo liebe Strickfeen, ich heiße Marina und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich dieses Muster gestrickt habe. Das Muster ist ganz einfach. Es besteht aus 5 Reihen und man muss nur 2 Reihen merken und die anderen 3 das sind 2 rechten und 2 linken Maschen. So. Jetzt fangen wir an. Die erste Reihe stricken wir 2 rechten Maschen und 2 linken Maschen. 2 rechten Maschen und 2 linken. So die ganze Runde. Ich zeige euch jetzt die zweite Reihe. Jetzt stricke ich die zweite Reihe. So, die zweite Reihe. 2 rechten Maschen stricke ich zusammen rechts. Dann kommen 2 linken Maschen. Sie stricke ich ganz normal links. Eine linke und zweite linke. Dann kommen wieder 2 rechten Maschen. Die stricke ich zusammen rechts. Und dann kommen 2 linken Maschen. Und so stricke ich bis zu Ende der Reihe. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Noch 2 rechten zusammen und 2 linken stricken wir einmal links und zweimal links. So, das ist, jetzt kommt die dritte Reihe. Also jetzt haben wir eine rechte Masche und 2 linken. Jetzt machen wir Folgendes. Die rechte Masche stricken wir rechts, dann machen einen Umschlag und wieder 2 linken Maschen. Die linken werden wir immer links stricken. Diese 2 linken werden immer links stricken. Dann wieder die rechte Masche, ein Umschlag und 2 rechten. Oh, 2 linken, eine rechte, ein Umschlag und 2 linken und so bis zu Ende der Reihe. Jetzt stricken wir die vierte Reihe. Jetzt haben wir eine rechte Masche und einen Umschlag. Und die rechte Masche stricken wir rechts. So, die rechte Masche rechts stricken und den Umschlag auch rechts stricken. Dann 2 linken Maschen, dann wieder 2 rechten. Und 2 linken und so stricken wir die ganze vierte Reihe bis zu Ende der Reihe. Stricken wir so. Und jetzt stricken wir die letzte, die fünfte Reihe in unserem Rapport. Und da stricken wir auch 2 rechten Maschen und 2 linken Maschen. 2 rechten Maschen und 2 linken Maschen. So, jetzt 2 rechten Maschen und 2 linken Maschen. Dann wieder 2 rechten Maschen und 2 linken Maschen und so stricken wir bis zu Ende der Reihe und dann ist unser Rapport zu Ende. Und dann fangen wir wieder von vorne an, die erste Reihe, die zweite, dritte, vierte und die fünfte. So, jetzt stricke ich wieder die erste Reihe von dem neuen Rapport, 2 rechten und 2 linken Maschen. 2 rechten und 2 linken Maschen. Ich zeige euch jetzt, wie ich stricke, ohne Reihen zu zählen. Guckt mal. Das ist die erste Reihe. Das ist wieder die erste Reihe. Ich bin jetzt fast fertig mit der ersten Reihe. Schaut mal. Ich mag nicht zählen. Ich mag stricken und einfach entspannen stricken. Deswegen, ich merke mir, wann ich 2 Maschen zusammen stricken soll. Das heißt, die zweite Reihe stricken soll. Da, diese rechte, nach diesem, das ist mein Umschlag. Nach dem Umschlag muss ich 3 Reihen stricken und dann kommt schon muss ich wieder 2 Maschen zusammenstricken. Und schaut mal, da sieht man, das ist der Umschlag. 1, 2 und das ist die dritte. Das heißt, dass ich jetzt, wenn ich jetzt mit dieser Reihe fertig bin, dann muss ich 2 Maschen zusammenstricken. Und hier, schaut mal, hier habe ich nur 2 von diesen. Guck mal, 1. Eins,
zwei, diese Querfaden, nur zwei Querfaden. Und hier habe ich schon drei. Also die erste, die zweite und das ist schon die dritte. Und hier sind nur zwei. Eins, seht ihr diese Querfaden, diesen Querfaden? Eins und dann zwei. Dann stricke ich noch einmal bis zu Ende der Reihe. So, und jetzt weiß ich, ich habe hier einen Querfaden, zwei und das ist der dritte. Das heißt, ich muss jetzt diese zwei, das kommt wieder die zweite Reihe, das heißt, ich muss jetzt zwei zusammenstricken, zwei rechten Maschen zusammenstricken und dann die zwei linken, zwei rechten Maschen zusammenstricken und dann zwei rechten Maschen. Ja, und so weiter. Und dann stricke ich wieder nach dieser Reihe, werde ich, das ist die zweite Reihe in unserem Muster, und dann werde ich die dritte Reihe stricken, eine rechte Masche, eine rechte, dann kommt Umschlag, zwei linken, eine rechte, ein Umschlag und zwei linken. Und dann wieder werde ich drei Reihen, zwei rechten, zwei linken, zwei rechten, zwei linken, zwei rechten, zwei linken und dann wieder kommt zwei rechten Maschen zusammen, zwei linken. Also so habe ich mir das gemerkt, ohne Reihen zu zählen. Und so stricke ich. Und das ist ganz einfach. Und das Muster ist ganz einfach und sieht schön aus. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat und geholfen hat. Abonniert meinen Kanal, macht den Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!